Bei Kung Fu Fitness Snackbite. Euer Kung Fu Commander Lieferung ist online. Nehmen wir als Aufgabe, nehmen wir als Kapitulierer. Ja, bin wieder in meinem Element. Ich habe nicht Urlaub, ich freue mich ja schon richtig drauf. Habe ich da schon ausschlafen können. Und dann denkt, Taekwondo Tiger, das können wir wieder was bringen. Ja, wir sind bei 2002. Und zum aktuellen, ja, den Jung Story, ob ich da was bringe. Ist ja immer der gleiche Kaiser ein bisschen. Jetzt die Frau Tan hat mir jetzt aktuell, die Frau Tan zum Wing Chun, die Frau Tan hat mir immer gelobt. Dreimal, halt gut, immer gelobt, halt dreimal gelobt. So statt mit frei, dann ja auch schon gemacht, durch das Lob versucht sie auch wieder die Lehre rauszuhängen. Was man nicht sagen, wir können ja wie gleichgesinnte Trainierer dabei eigentlich im Wing Chun viel weiter bin wie ich und ihr eigentlich mehr erklären kann wie die mir. Und ja, ja, aber ich muss ihr nichts erklären, ich bin ja nicht der Lehrer, ich bin ein Schüler und der Sifu ist der Maximilian, der Sifu ist der Folger und deswegen muss ich ein Sifu sein. Ja, es gibt halt viele Leute, gerade unter den Deutschen, die dann sich, wo dann ein Unterschied ist, ob du Deutscher bist oder Bundesbürger. Das ist wieder eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hat sie dann sich aufgespielt als Cheftrainerin und da muss man überlegen, da ist die Frau G auf der Seite mit ihrem ersten Braungurt und mit keine Ahnung, was die andere hat, die Frau Tan, Gelbgurt oder Weißgurt. Und Frau G versucht der Frau Tan irgendwas zu erklären über das Chisau. Und Frau Tan versucht dann Frau G, also Frau G versucht Frau Tan zu unterrichten. So. Und Frau Tan will dann widersprechen und versucht Frau G zu unterrichten. So ein Zickerkrieg mit dem Training. Also wie schon gesagt, wenn das Training anfängt, dann fängt für mich das Training an und alle anderen fängt das mal diese Tagrunde an, was ich hasse, auf übelste, wenn man sich auf Training konzentriert. Und Frau Tan war auch wieder ewig leere Spiele, weil er also die checken jetzt irgendwie nicht, dass die keine Lehrer sind, das gibt es da in der Folge und der Maximilian, das sind die Lehrer und nicht jeder, wo reinkommt, kann Lehrer sein, das funktioniert halt so nicht. Aber es nimmt halt das Spaß am Training weg, finde ich, obwohl es eigentlich die zwei Haupt-Sifu das super macht, aber die Mitschüler, viele unter denen, nehmen sich selber den Spaß weg. Ich bin jetzt auch weiter in den Auge gegangen, gut, gestern war eh Weihnachtsfeier, da hatte ich keine Ambitionen, geht noch ins Training zu gehen, richtig vollgefressen und so, ja, und ja, aber da gibt es zum Wing Chun Story wahrscheinlich nicht mehr viele Berichte, weil das dreht sich jetzt im Kreis rum. Ja, der Frau Tan habe ich gesagt, die sagt immer, hast du harte Knochen, da habe ich dir einen Tipp gegeben, wie man Knochen abhärtet, ja, und dann hat sie das, hat sie mir das nicht glauben, weil, wo jedes System funktioniert so, wenn du Muskeln trainierst, dann zerbrichst du Muskeln, um in der Erholungsphase Regeneration aufzubauen, um dann irgendwann mehr Muskeln zu zerbrechen und durch Ernährung und Erholungsphase immer so weiter aufbaust. Wenn du nicht scharf gegessen hast und du isst was Scharfes und ein bisschen ist zu scharf, du hältst nicht aus, aber du steigerst dich auch beim scharfen Essen, auch mit der Sonne, ein weißer Europäer, der ist mit Sonne brennt und dann gewinnt sich die Haut dran und irgendwann möchte die Sonne nichts mehr aus. Weil die Knochen auch, du härtest die leicht ab, dann immer härter und immer härter und immer härter und die Knochenzelle, die ziert sich zusammen wie ein Stück Stahl und wird die Knochen immer härter. So, ja, also hat mit Ernährung was zum tun, seine Ernährung gehört dazu, aber wenn deine Knochen nicht abhärtest, wird sie nie hart. Ja, du musst Calcium, eigentlich meinst du wieder Magnesium, Calcium musst du dazu nehmen, Calcium, ja, für den Kalkkopf, aber. Naja, also wie der oberste Chef rauskommt und besser sei wie alle andere, obwohl man ja selber noch auf dem Weg ist und ja, wie ja man auch da gerade ein aktuell Covid-Schutzstuch raushauen. Ja, und die Frau Tan, Frau G, die hat ja schon wieder Angst vor mir gehabt. Und dann sagt sie zum Trainer, oh, was statt sie von mir drauf, muss ein bisschen Spannung machen und sagt sie vom Trainer, was ist, wenn ich was abkriege? Und der Trainer sagt, das kann schon sein, das ist Risiko. Wir machen ja Kampfkunst. Was ist, wenn ich was abkriege? Der Trainer sagt, das ist Kampfkunst. Kann schon sein, dass man was abkriegt im Sparring. Ja? Oder wenn man da dynamisch Blocks und Techniker möchte. Ja? Die hat der erste Braungurt. Ja? Und hat Angst, dass man ein bisschen was abkriegt.
Ja, also, sollte eine Volksküche backen lernen oder was auch immer, dann kannst du es ja auch nicht mal verbrennen, wenn es nicht aufpasst. Also, Kampfkunst und Kampfsport, da kriegt man halt was ab. Aber wenn jetzt noch vom aktuellen Weggang nach 2002 gegangen und denken wir, dort Teil 27 starten, wenn zu viele wieder über Wing Chun gespielt, über Wing Chun Story einbauen da hin. Und 2002 hat der Afji, ein super Typ, ein super Kampfkunstler, ein super Kampfsportler, der hat ja Taekwondo und eine Kickbox-Schule, ja. Und so viele weiß, hat er auch als Thai-Boxer, war bei dem auch dabei, also hat auch eine Thai-Box-Schule. Und der hat ein riesen Event gemacht, 2002 in Schwäbisch Gmünd, in der großen Sporthalle, ja, Stadthalle. Und da war unser Restaurant dabei, wir haben uns Stand, wir haben unseren Stand aufgebaut. Das war noch morgens. Draußen war ein Pizzastand. In der Vorraumhalle war dann noch ein Dönerstand, ein Wurststand, ein Hamburger-Imbiss, ein vegetarischer Imbiss. Und umso mehr Imbiss sich aufgebaut hin um uns herum, umso mehr hat er den für sich geschumpft. Ja. Und dann habe ich eigentlich zuerst Getränke ausgegeben, weil da hat er seine vietnamesische Freundin dabei, geht in den Käufer hin. Ja. Und dann hat er den, zuerst hat er den ein paar Kämpfe auch, man muss überlegen, Kickbox-Kämpfe und auch Thai-Box-Kämpfe, die sind den ganzen Tag gegangen, von irgendwann mittags hat es gestartet und bis in später abends rein ist gegangen, geile Kämpfe, nonstop, waren mehrere Schulen am Start, das war der Afji, der türkische Freund von mir, super organisiert, ja. Da war Deutsche am Start, Araber waren am Start, türkische Leute waren am Start, es waren super Fights, italienische Leute waren am Start, russische Leute am Start, auch ein Afrikaner waren am Start, die haben super Fights geliefert, weil beim Kickboxen gab es auch welche, die dann viel Taekwondo eingebaut haben, deswegen war passt auch zu dem Taekwondo Tiger die Sache, da war so viel am Start und da ist so viel abgegangen und da ist so viel gelaufen und da kann man eigentlich viel erzählen. Ich kann jetzt nicht jeden Kampf da berichten, wenn sie nicht mit Kamera aufgenommen, da hätte ich es ja immer wieder mal angucken können und eigentlich mehr davon berichten können. Aber das, was gravierend in meinem Hirn geblieben ist und das ist schon viel hängen geblieben von dem Event, das kann ich berichten. Da ist richtig zur Sache gegangen. Ja. Ja gut, unser Geschäft ging erstmal richtig gut. Ja. Die Leute, mein Kickboxer, Taekwondo und so die Geschichte der Thai-Boxer, das passt ja mit fernostasiatischem Essen zusammen. Passt mit fernostasiatischem Essen zusammen. Asiatischem Essen zusammen. Und deswegen haben die Leute auch wie verrückt gekauft bei uns. Da ist ein Boxer ausgegangen. Also, wenn das so in Warmhalde Boxer geht und hätte es auf Warmhalde Platte geschmissen und dann von da aus ausgeschöpft gekriegt. Ja. Zuerst hat er da den Leitnei eingeteilt und hat dann gesagt: Ja, Timo, hier am Essen und Getränkestand sind viele Leute, da an der Kasse, das ist die Frau Leuker, da noch, nimmst die Tickets auf, ja, und, nimmst die Tickets auf und mischst es mit der Frau zusammen. Da sage ich, ja, kann ich nicht da. Nö, da sind es viele Leute, gehst lieber zu der Frau, nimmst du beim Ticketschalter. Das ist davor, war eine Kasse, da hast du zahlen müssen. Für Essen oder Getränke, da haben die Leute ein Ticket gekriegt und hätten sie zu unserem Stand kennen oder zum Imbissstand und so weiter. Aus dem Topf hat der den Zeig Arsch gekriegt, so muss man sich das vorstellen. Ich glaube, außer bei der Pizzeria da draußen hast du extra zahlen müssen, aber so. Und dann ist ein Boxer ausgegangen und der hat gesagt: Da hast du den Schlüssel, fährst zu mir ins Restaurant, holst die Box, du sie bei den Online, fährst die Box daher. Okay, bin ins Restaurant, haben die Box abgeholt, Nudeln, Hühnerfleisch, Gemüse. Der hat gut aus, auch vegetarische Gerichte gegeben. Und dann habe ich die Box im Auto gekriegt und gemerkt, mein Auto möchte Probleme. Wenn es ein alter Downer geht, dann möchte Probleme. Also da hast du gemerkt, der fährt nicht mehr so richtig. Irgendwo stimmt es nicht. Sprit hat er gehabt, aber irgendwann am Motor hat was nicht gestimmt. Ich habe Angst gehabt, da bleibt man jetzt gleich standen. Bin heimgefahren, habe das andere Auto genommen, bin dann zur Stadthalle gefahren und auf einmal fällt mir auf, oh,
ich habe die Box im anderen Auto vergessen, von lauter Stress, lass mich auch mit. Jeder eigentlich auch zurückfahren können, ohne was mit denen zu sagen. Und sagen, okay, den bin ich im Stark gestanden, tut mir leid. Oder war hat es einen Aufwand gegeben im Stark gestanden, da hätte er denen da nichts gesagt. Aber ich renne in die Halle rein und sage zum denen, du, mein Auto hat Probleme gemacht, ich habe das Auto wechseln müssen daheim. Und habe die Box im anderen Auto gelassen. So dumm bin ich, gut, wenn ich so den Fehler lernen. Und deswegen würde ich das jetzt in Gegenwart nicht so machen. Ich würde in Gegenwart eher, ohne was zu sagen, zurückfahren, die Box ins andere Auto da wieder herfahren und sagen, okay, tut mir leid, das klingt der Auto, die war im Stau. Ich sage zum denen, die Box ist im anderen Auto, sagt er den, ist gerade zu mir, du bist gekündigt. So ein Leute brauche ich nicht. Wo ich nicht mitdenken. Da sagt du, den, das ist mein erster Fehler, den ich gemacht habe. Und der ist korrigierbar. Ich fahre jetzt zurück zu mir da nach Hause, hol die Box ins das Auto, fahrst her und dann hast du die Box. Das ist innerhalb von 15 Minuten, bin ich wieder da. Du, wie schon gesagt, du kannst mir, also ich finde es schade, wenn man kündigen tätst, wenn man kündigen willst, mach das. Aber ich lasse dich heute an dem heutigen Tag nicht im Stich, sondern ich hol dir die Box. Ja? Aber den Tag möchte ich heute schon noch zahlen. Ja? Und dann bin ich heimgefahren, an die Box ins aktuelle Auto da, das war Opel. Und das war so ein Geschäftsauto von meinem Vater, den abends mal ausleihen darf. Und haben es dann ins Stadthalle gefahren, da hat denen seine Box gekriegt. Und hat es auf die Warmhalteplatte alles noch aufgetan. Oder vieles davon mal. Und hat auch ein schlechtes Gewissen gekriegt. Dann hat der schon seine Pause gekriegt und viele andere haben schon ihre Pause gekriegt. Ein paar Kämpfe angeguckt und dann sagt er dann zu mir, der war wieder sehr nett zu mir und hat auch ein schlechtes Gewissen gekriegt. Du Timo, du hast so viel gemacht heute, mischst du jetzt auch mal eine Pause. Das heißt, ich möchte auch mal ein bisschen weitermachen. Nicht mal eine Pause, guck dir ein paar Kämpfe an und so. Das ist doch eh dein Ding, Kampfkunst, Kampfsport, ne? Schau ein paar Kämpfe zu, so. Und weg, da denke ich besser. Und dann bin ich nachgegangen und da war so geile Kämpfe. Also waren alles Kickbox-Kämpfe, da war ein richtiger Ring aufgebaut. Zuschauer, die jubelt hin. Und da sind ein paar erste Kickbox-Kämpfe gewesen. Waren türkische Leute am Start. Arabische Leute am Start, deutsche Leute am Start, russische Leute am Start, italienische Leute am Start. Und die eine haben einen Kickboxer, USA-Kickboxer ist eine Mischung aus Boxer und Karate. Ja. Das ist eine Erfindung aus den 60er, wo ein Typ drauf gekommen ist und gesagt hat, ja, Karate und Techniker sind gut, aber wie die Karate-Kämpfe in den USA stattfinden, ist ein bisschen zu lasch. Ja. Da haben in Japan schon härtere Kämpfe gehabt, ohne Schutzausrüstung haben sie immer aufeinander einprägelt, aber in den USA war das immer so Semikontakt Karate, also ohne Kontakt. Boxer war dann halt immer mit Vollkontakt in Amerika, ja. Und Karate war in Amerika in den 60er halt immer, meistens immer Semikontakt. So, jetzt hat er auch gemischt, wahrscheinlich sich von Bruce Lee inspiriert lässt und hat gesagt, ja, wir mischen Karate-Beintechniker mit Boxtechniker. Und machen daraus Kickboxer, so ist das USA-Kickboxer in den 60er entstanden. Aus unserer japanischen Kampfsport-Szene, ja. Aus dem Karate so. Ja gut, einige, die so 2002 viele Karate noch nebenher noch Karate trainiert haben und Kickboxer haben dort ganz viel Karate noch eingebaut. Da gab es auch viele, die haben Kickboxer und Taekwondo gemacht, da haben die halt dann, hast du auch neben dem Kickboxer sehr viel Taekwondo Highfly Action gesehen, dass das alles aufgerundet hat und es waren so geile Kämpfe. Was aber rausgestochen hat, da ist dann, also wie schon gesagt, ich habe noch eine Stunde Pause gehabt und habe einige Kämpfe auch gesehen. Weil manche Kämpfe darunter waren, die auch sehr schnell zu Ende gegangen sind, ja, weil so viele Techniker drin sind. Erstmal haben mit der Technik begeistert und sind auch schnell zu Ende gegangen. Weil es waren immer so 500 Kämpfe, aber die sind auch schnell zu Ende gegangen, weil der Gegner dann K.O. gegangen ist. Und dass die alle 200 gegangen sind, ja, ist auch mal das Handtuch geflogen, ja, vom Trainer, weil sein Schüler total kaputt war. Also war der mehrere Kampfsportschule da am Start. Ja.
Und dann ist ein Thai-Box-Kampf gekommen, den ich nicht vergesse. Ja. Der Vati war an dem Tag Sicherheitsdienst, aber da sind ja mehrere vom Sicherheitsdienst rumgelaufen. Das waren alle so arabische und türkische Leute. Und der Vati ist Araber. Ja. Und der war im Sicherheitsdienst, aber da hat er das geschwind aufgehört im Sicherheitsdienst, weil er auch einen Kampf gehabt hat. Und dann die anderen das weitergemacht. Und dann hat er Thai-Boxer gemacht. Und der hat einen afrikanischen Gegner gehabt, der aus Stuttgart kommt und geboren ist irgendwo aus Nigeria oder Gambia, das weiß ich nicht mehr so genau, oder vielleicht ein anderes Land, aber der war da ja, irgendwo Nigeria oder Gambia, so ungefähr, weiß ich nicht mehr genau. Und der hat gegen den Vati gekämpft. Und der Vati, das ist ein Tier vom Muskelberg, ja, und ein großes Vorbild von mir und ein guter Freund. Und es ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt mit dem WhatsApp Kontakt habe oder den sag, komm, wir essen mal was zusammen, so. Ich kenne ihn halt immer vom. Der ist ja aktuell im Fitnessstudio in der Früh auf das Trofe und wenn ihr seht, freuen wir uns gegenseitig und unterhalten uns immer ein bisschen so die Freundschaft ist. Das ist eine schon gute Freundschaft, aber gerade weil wir hätten auch WhatsApp-Kontakt, aber wir müssen beide immer viel trainieren und Sport machen, deswegen funktioniert es halt so nicht. Aber wenn wir uns sehen, freuen wir uns auch aktuell, aber wir sind jetzt noch 2002 und hat er den Typ vor sich geht. Also Vati ist ein Muskelberg. Ja, der ist richtig krass, der hat 2002 sein Supplements-Lader gehabt mit seinem Bruder, das weiß ich noch, am Kino. Odyssee hat es geheißen, der Supplement-Lader. Ergänzungsmittel hast du kaufen können. Alles vom Besten, alle Produkte USA, Produktline hat es damals gegeben, das war so krass. Joe Weil, das gibt es ja heute noch, USA Produktline, leider gibt es nicht mehr, der war auch super. Also von dem hast du richtig gute Sachen kaufen können. Aber wie schon gesagt, der hat auch richtig, richtiges Tier ist das, musst du dir vorstellen. Ein richtiges Schwergewicht, also mehr wie ein Schwergewicht, was der für Muskelkette hat, unglaublich. Und der andere, der Afrikaner, hat auch riesen Muskelkette. Und der Vati war bekannt als der, oder ist noch bekannt in unserer Gegend, als der arabische Mike Tyson. Ja. Also der Kampf startet. Und der Gegner möchte einen hohen Kick, ja, und der Vati blockt ab, ja, und möchte gegenseitig nur einen Low Kick, einen hohen Kick und geht rein mit den Muay Thai Box Sichelschläge. Also man, die Kicks waren so Sichelschläge, ja, und geht rein mit den Sichelschlägen, ja, und die Kicks sollte jetzt quasi der Afrikaner ablocken können. Aber die Sichelschläge mit dem Fäust hat er nicht mehr abgelogen können, weil die so mit Wucht gekommen sind. Ja. Und dann hat er mit Ellenbogen geschlagen, der Vati gegen den Afrikaner. Und der Kampf hat 9 Sekunden gedauert und der Afrikaner war K.O. Dann sind die Ärzte in den Ring gekommen, alles mit Blut. Ja. Und da hat der Vati gewonnen. So, ja. War ein Blitzsieg, also grandios. Also das Muay Thai Box mäßig, der hat ihn komplett zerlegt. Ja, der hat ihn in Sekunden hat er Vati gewonnen. Ja. Dann war, ich bin am Ticketschalter gestanden. Und da war so ein deutscher gewesen, ein Bodybuilder. Ein ziemlich dicker Bauch, weil er Aufladephase hatte. Aber du hast gemerkt, weil er so, der hat richtig, der hat so ein T-Shirt gehabt, aber die Muskeln sind überall rausgekommen. Er war so ein gut, perfekter Bodybuilder. Und der hat auch ziemlich viel Alkohol getrunken und der hat auch mit einem anderen, der ist schon ein anderer Deutscher dabei gewesen, der dann normal ausgesehen hat. Und der Bodybuilder-Typ, der hat auch so einen Schnurrbart gehabt. Ja. Später eine Fahrer, dass der. Dass der deutsche Trainer war, also quasi aus Wurzelkette aus Sizilien, aber das hat 100% deutsch ausgesehen. Wie auch immer, spielt jetzt keine Rolle, auf jeden Fall hat er mit dem Deutschen prahlt und hat zu dem Deutschen, der hat also quasi der Alkohol und die Kämpfe vor ihm, wo er gesehen hat und vielleicht auch die Mangel an Bildung, hat ihm nicht gut da. Ja. Und dann hat er, gut, ich will jetzt sagen, dass die Geschichte, die er erzählt hat, nicht stimmt, auf jeden Fall hat er gesagt, der war auf, hat er zu einem Deutschen gesagt, da waren wir auch mal auf einem Event. Und da hat er, weil er auch Kampfsport macht, drei Typen umgeknietet, ja, die ihn angegriffen haben.
Und danach sind die Frauen um den fasziniert rumgestanden und dann geschrien: Hey du geiler Sau, zieh dich aus. Der gute Karl sei, dass er es erfunden hat. Aber es gibt auch viele Geschichten, die unwahrscheinlich klingen, aber doch passiert sind. Vielleicht, weil Menschen in der Gruppe sind immer mutiger, sei es Männer, sei es Frauen. Und wenn die Frau da ab selber ein bisschen was trunken hat, vielleicht dann ein bisschen verarschen will. Oder vielleicht hätten sie ihn auch ein bisschen hot gefunden, vielleicht hätten sie ihn auch ein bisschen geil gefunden und hätten die Gruppe dann ein bisschen in die Ahnung geschrien: Zieh dich aus, zieh dich aus. Kann schon alles sein. Also, wie schon gesagt, ich war nicht dabei, deswegen kann ich das nicht beurteilen, was der da 2002 erzählt hat. Nur der Deutsche hat dann gesagt: Es kann nicht sein, du erzählst Schmarrn, das kann nicht sein und so. Ja. Ja, und dann sind die beiden wieder gegangen und später ist ja der deutsche-thailändische Bodybuilder wieder zurückgekommen. Und dann ist das immer mehr eskaliert, das erzähle ich aber dann bei Taekwondo Tiger 28. Der hat sich dann auch mit dem arabischen Mike Tyson angelegt, weil der dann da auch weiterhin nach seinem Kampf da im Sicherheitsdienst aktiv war in dem Event. Der Afci, der hat auch mal vorbeigeguckt und hat mit mir auch ein nettes Gespräch gehabt. Wie schon gesagt, Afci auch ein super Athlet. Ein türkischer Freund von mir, den ich immer respektiere und respektiert habe und der eigentlich bei dem, der ganz meist mehr Fitness Bodybuilding, also gute Muskeln, definierte Muskeln, Waschbrettbauch, Fahrform, Körper, egal was Kampfkunst, Kampfsport angeht und aber wenn der Vladimir der Schreckliche ihn besiegt hat, fand ich den Afci vom persönlicher und vom zwischenmenschlicher her besser. Viel besser mit den Vladimir der Schreckliche, muss ich sagen, weil er, ja, wie gesagt, der geht halt ganz anders auf Persona ein mit und der möchte auch keinen anderen Kampfstil schlecht, der Afci, also von der, finde ich, weil wenn andere Kampfstile schlecht gemacht wurden, ist das immer ganz, ich finde das immer so als Kampfkunst oder Kampfsport Rassismus, weil das kehrt sich nicht, weil jeder Kampfstil ist ja begründet und ja, also gut wie auch immer, also das war ein Event, von dem wir heute noch sehr, das ihn erlebt haben und ja, ist beim Schluss auch mit mir und Tien irgendwie fast eskaliert, eigentlich nicht wegen mir, sondern eher wegen Tien. Erzähle auch den nächsten Teil. Also ich wünsche euch eine frohe Weihnachten, vergesst nicht, dass der Fest Liebe, dass wir uns alle am Tisch treffen, dass man die Vorurteile zueinander haben sollen. Und ja, also vergesst nicht, auch wenn er euch reich beschenkt, im Weihnachten geht es nicht um die Geschenke, ist Jesus geboren, ist Gott um die, dass man mit den Menschen, wo man liebt, zusammen was macht. Also ich schenke zwar auch was und es kommt immer von Herzen, aber ich bin dann glücklich, wenn dann die beschenkt worden, sich darüber freut. Aber wichtiger wie die Geschenke ist, dass man mit den Menschen feiert, die man liebt. Also ich freue mich, wenn ich mit meinen Eltern Weihnachten feiere, weil ich lieb sie. Ja. Und ist nur schade, dass meine Frau und Tochter nicht dabei sein können. Das zerreißt mir jedes Weihnachten das Herz. Und deswegen respektiert, wenn die Menschen, die ihr liebt, bei euch sind. Ja. Ich wünsche euch was, Zeit sehen. Und ich habe im Folge versprochen, das sage ich jetzt in Zukunft immer zum Schluss. Geht nicht, gibt's nicht, ist im Folge sein Spruch, ein Arbeitskollege von mir, ein super Typ. Ja. Ich wünsche euch was. Zeit sehen!